So Leute, willkommen zurück in Silent Hill 4 The Room. Im geilsten Apartment der Welt. Und wir gehen wieder mit der Kurbel zurück in unser Loch. Weil es so schön da ist. Ja. Und jetzt müssen wir Eileen abholen. Und ich habe ja keine Ahnung wie, ne? Ich habe ja keine Ahnung, du. So, ich bin jetzt wieder in der neuen Aufnahme. Ich muss mich ja erstmal wieder reinfuchsen. Also Eileen, die steht ja da noch unten beim Loch. Ich glaube, wir gehen da mal erstmal hin. Das kann ja nicht so schwer sein. Hast du die Münzen noch? Ja. Da ist irgendwo der Wurm. Da ist eine Rolltreppe. Wir wollen ja nicht zum Wurm. Wir wollen ja zur U-Bahn, du. Da muss ich aber anders rumlaufen. Bin ich falsch, weil hier ist ja der komische Wurm. So. Müssen wir da hinten, müssen wir lang. Genau. Ich weiß nicht, ob das ein Umweg ist. Ich kann mir das nicht merken. Ich laufe jetzt da lang, wo ich immer lang laufe, wenn ich zur Bahn wollte. An der Geister-Bitch vorbei. Und dann wird das schon was. Ist schön, dass sie nicht da ist. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. So, jetzt gehst du mal hier durch. Du kannst sie nicht hier verwenden. Du hast doch auch eine blöde Karte. Dann nimm die doch hier jetzt. Ja, du stehst doch direkt davor. Ja. Weil manchmal geht das und manchmal geht's nicht. Das ist schon ein bisschen gemein. So. Ne? So, jetzt sind wir hier. Pass mal auf. Jetzt kommen die Geister und so. Muss jetzt mal hier runtergehen. Und gucken, wo ich eigentlich bin, wenn ich hier bin. So. Dann bin ich auf der falschen Seite. Das heißt, ich muss auf jeden Fall jetzt durch die Waggons gehen. Und das war schon immer nicht so einfach. Leute, es ist nicht so einfach. So. Warte mal. Wenn man hier kann man... Ach, man kann. Okay. Kannst du auch hier durchgehen? Geh mal da durch. Und dann gehst du mal da durch. Sein. Ah, toll. Bin ich. Das sieht gut aus. Obwohl. Ich muss hier irgendwie rüberlaufen können. Die andere Seite. Hier zum Beispiel. Scheiße. Ich weiß den Weg immer nicht. Warte mal. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss jetzt in den anderen Waggon rüber. Das geht hier aber nicht. Wo geht denn das nochmal? Wenn ich kann, ich hier irgendwo rüber. So. Genau. Nein, 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 nein. Jetzt lauf bitte nicht wieder in den falschen Waggon. Ja, jetzt bin ich im richtigen. Das ist prima. Jetzt darf ich den Waggon nicht mehr verlassen. Es ist gar nicht so einfach, hier die Orientierung zu behalten. Echt nicht, finde ich. So, jetzt sind wir draußen, oder? Nee, sind wir immer. Scheiße, jetzt bin ich. Mann. Hä, da liegt. Da ist eine Kerze? Das wusste ich gar nicht. Cool. Hab ich gar nicht bemerkt. Scheiße, und ich bin wieder rübergelaufen. Nee, das war nicht so gut. So, hier will ich nämlich sein. Und hier will ich rüber. So, jetzt bin ich richtig, ne? Ja, mein Gott. Aber es ist echt leicht kompliziert. So, jetzt laufe ich bis zum Ende und dann bin ich bei Eileen. Und dann müssen wir noch zur Kurbel kommen. Aber das kriegen wir schon hin.
hoffe, es geht ihm eigentlich auch halbwegs gut. Eileen! Guck mal, ich bin von der anderen Seite gekommen. Witzig, ne? Witzig. Komm mal mit, du. Komm mal mit. Wir wollen jetzt nämlich wieder weg hier. Und wir können jetzt auch weg, weil wir haben ja die Zeitkarte. Jetzt können wir hier abhauen. Nee, warte mal. Moment mal. Doch, ich muss doch hier. Doch, ich muss hier lang, ja. Warte mal, mal überlegen. Wir gehen nach oben. Kommen aber hier nicht durch. Natürlich kommen wir hier nicht durch. Müssen wir dann wieder durch die Waggons durch? Ja, weil sie kommt ja nicht, oh, scheiße, okay. Dann kommen wir hier nach vorne. Den Weg wieder zurück. So, bist du da? Komm mal durch hier. Komm mal durch. Hier lang und hier rüber. Sind wir schon mal in den Waggons? Das ist schon mal gut. Ach, der kann man nicht lang. So. Können wir hier lang? Nee. Ja. Müssen wir hier durch? Komm, komm, komm. Weil die Geister kommen jetzt, aber wir müssen wieder zurück. Genau. Genau. So, warte mal. Hier rüber oder so. Ah, Geisteralarm. So, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lass mich! Eileen, hilf mir! Eileen! Danke! Nein, 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 nein. Scheiße, jetzt muss ich überlegen. Ich darf jetzt nicht in den anderen Waggon rüber. Komm, Eileen, komm. So, das musste jetzt mal sein. Oh, ich will doch nicht rüber. Warte mal, komm mal mit. Und hier raus. Jawohl. Ja, das war jetzt richtig. Da konnte man jetzt nicht durch, ne? Nein, gut. Aber wir sind auf der richtigen Seite und ich musste das erste Hilfepaket jetzt mal schlucken. Musste mal sein. Komm, komm, Eileen, komm. Eileen. So, sind wir jetzt hier. Oh Gott, Eileen, wo bist du? Mal diese Eileen, ne? So. Soll's sein. So, jetzt gehen wir hier hoch. Die Zeitkarte haben wir ja jetzt für die King Street. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hier auf die andere Seite rüberkommen. Ja. Und habe ich das jetzt logisch bedacht? Nee, wir müssen hier auch noch rüber. Warum kannst du da... Warum? Ja, geht doch. Ja, jetzt kommen hier die Geister, das ist schön. Bist du da? Ja, du bist da. So. Das Geistermädchen geistert da draußen rum, während wir hier raus wollen. Wir müssen jetzt die Kurbel wegbringen. Wo ist sie denn? Wo müssen wir jetzt hin? Ah! Eileen, kommst du mit, oder... Weil das jetzt ist ja jetzt nicht so schön jetzt hier, ne? Mit den Dingern, mit Eileen. Das ist ja nicht so einfach. Glaube ich. Scheiße. Eileen, komm. Renn mal. Ja, renn. Boah. Ja, schön, dass es mich nicht erwischt, aber sie.
Aua. Lassi. Oh, das ist gemein. Das war richtig fies jetzt. Aber jetzt sind wir zusammen hier unten. Das ist gut. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist doch alles so eine Scheiße hier. Lass mich mal. Wo ist denn hier ein Geist? Ich weiß gar nicht, wo. Wir müssen auf jeden Fall hier mal weg. Warte, nein. Wir müssen hier zu diesem... Zu der Bar... Da bist du. Ja, nee, ist klar. Eileen, hilf mir. Oh, lass doch mal los, du blöder Sack. Hier müssen wir rein, Eileen, komm. Komm. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Ich glaube aber schon. Nein! Ey, ich krieg einen Rappel hier. Ja, Mann! Schlag doch mal zu, Eileen. Ey! Ey, ich kann nicht mehr hier. Lass doch mal los. Hier, Kurbel. Kurbel, 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 Kurbel. Ey, ich sterbe gleich. Oh mein Gott. Der Wagen hat sich um eine Wagenlänge bewegt. Ich krieg hier einen Herzinfarkt. Ey, ich bin kurz vorm Sterben. Sind die Geister jetzt endlich weg? Alter Falter. Ja, und der Geist muss hier weg, ganz ehrlich. Ich sterbe hier. Ich sterbe hier aber richtig. Ich sterbe richtig. Ich habe kein Heim. Nein. Nein. Ich will speichern und ich kann nicht. Und da vorne ist ein Kacker. Ey, eine kleine Berührung und ich sterbe. Das werde ich niemals schaffen. Niemals. Ich kann die... Scheiße. Jetzt habe ich die olle Kerze hier auch noch verwendet. Kann der Geist mal... Warte mal, lass mal den Geist... Komm mal her, du Geist. Komm mal her. Ja, okay, wir gehen raus. Wir gehen raus. Komm mal mit runter, Eileen. Kann Eileen nicht einfach allein lassen. Ey. Ein Schwert des Gehorsams. So. Das ist richtig blöd gelaufen. Wo ist Eileen da? Richtig blöd. Und was macht denn der Walter hier jetzt? Was ist hier? Wow! Wow! Nein! 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 Was? Walter, nein! Oh no! Jetzt kann ich den ganzen Mist nochmal machen, ey. Warum habe ich nicht so lange durchhalten dürfen, bis ich speichern kann? Warum? Oh, ey. Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder. Haben alles nochmal spielen müssen und jetzt ist mir tausendmal immer die Aufnahme auch noch abgebrochen. Ja. Der Heini in Mantel. Was hast du dir so gedacht? So, ich weiß jetzt nicht, ob ich gegen ihn kämpfen soll, aber ich werde jetzt mal erstmal hier durch die Tür gehen, wenn ich kann. Und ich kann. Wir können durch die Tür gehen, weil mir ist ja gerade die Aufnahme schon wieder abgebrochen, dann muss ich das nochmal machen. Das passiert ständig. Ich komme in dieser Aufnahme und das Spielbericht ab. Also die Aufnahme, weil... Und dann ändert sich die komplette Auflösung. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich am Anfang immer eine andere Auflösung benutzt habe, als ich jetzt... Also die Auflösung ist zum Beispiel jetzt nach dem Cut anders als vorher. Ich hoffe, das geht hinterher im Rendern. Hier ist ein Loch, da brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt verfolgt werden von ihm. Und was ich sagen wollte ist, ich glaube, daran liegt, dass man die Schrift manchmal nicht sah. Okay, ich sollte nicht so viel laufen, sondern auch gehen. Sonst tut ihr Bein weh.
Die Arme ist ja noch voll verletzt. Aber sie hätte ja auch sagen können, nein, ich kann nicht. Ich warte hier. Aber das ist ja auch scheiße zu warten an so einem trostlosen Ort. So, dann gehen wir da mal rein. Die ist jetzt nicht mehr verschlossen. Wo kommen wir jetzt hin? Ich habe ein bisschen Schiss. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Aileen, bist du da? Okay. Hier sind wir also wieder. Was ist jetzt hier? Warte mal, dann nehmen wir erstmal die wieder. Sind jetzt hier auch Geister? Oder? Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Klapp machen. Und die anderen sind runtergefallen, die müssten wiederkommen. 11121. Hier ist ein Grabstein, nichts wirklich Interessantes. Was ist da? Ach, die Schrift. Hier steht auch etwas Seltsames. Ich kann es nicht entziffern. Kann sie. I can read this writing. Ah. It looks like some kind of a diary. Here goes. October 2nd. I played with Bob. It was fun, but I went too far away and he got angry. Sie kann den ganzen Kram jetzt lesen. Also. Okay, geht dort und ihr werdet erzittern aus Angst vor dem Abstieg der Heiligen Mutter. Ja, das kannten wir ja schon. Ja, dann lesen wir alles jetzt vor. Alles schön. Die besten Wünsche für Wishows. Hier hast du noch was zum Lesen. Here goes. October 3rd. I played with Bob again. I went even further this time. The writing fades out after that. Cool. Aileen, du bist ja nützlich. Okay. Steht hier noch was, weil das die blutigen Steine sind? Geht dort und nachher, ja, okay. Gut. Ich glaube, hier stand nichts mehr, aber wenn sie das jetzt alles lesen kann, dann... Also wir sollen Angst vor ihm haben? Okay. Okay. Und wo kommen wir jetzt hierher? Ich glaube, wir kommen hier gerade her, oder? Ja. Geh mal wieder zum Friedhof. Okay, wir sind wieder auf dem Friedhof. Dann gehen wir hier mal rüber auf die Seite. Bei mir, Aileen? Ja. Hunde. Komm mal mit, Aileen. Ich glaube, den lassen wir einfach... Nein. Lass mich. Okay, okay. Ist Aileen bei mir? Nein. Jetzt bist du bei mir. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Wow, 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 wow. Du müsstest doch jetzt bei mir sein. Jawohl. Okay. Ich muss mal was nehmen. Wer ist hin? Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Weiß es nicht, aber es ist gut, dass ich eine Ampulle genommen habe. Glaube ich. Okay. Hier gab es doch noch mehr zu lesen, ne? Hier waren doch auch so... Warum brennt das jetzt hier? Warum brennt der Rollstuhl? Meine Vermutung, das Feuer, das Alessa hat, verbrennen lassen. Auf dem Boden liegt eine Notiz. Hier ist es, hier ist etwas, aber hier ist nichts. Ich fühle etwas von der Quelle. Etwas fehlt. Ah, es hat begonnen. Jasper. Jasper, den kennen wir noch, genau. Seinen Namen hatte ich immer vergessen. Wow, okay. Da musst du doch was mal zu sagen. Geh mal hier hoch. Hier ist noch eine Kerze, sehr gut. Die andere habe ich nämlich verbraucht. Für die Geister bei der Bahn. Der verkohlte Körper einer Puppe sitzt in dem Rollstuhl. Jemand hat eine Nachricht in sie geritzt. Möge mein Körper auch zerstört sein, so werde ich dich doch nicht passieren lassen, um mich auf den Empfänger der Weisheit vorzubereiten. Zerschnitt ich meinen Körper in 5 Teile und versteckte sie in der Dunkelheit. Wenn mein Körper wieder ganz ist, wird der Pfad nach unten offen sein. Bist du der Empfänger der Weisheit, dann wirst du meine Worte verstehen. Das Ritual hat begonnen. Toll. Klingt großartig. Ich freue mich jetzt schon. Ist hier noch was? Oh, es ist schon unheimlich.
Ach, du hustest hier wegen dem ganzen Dampf. Was ist das hier? Können wir hier irgendwas noch aufheben? Nee, er guckt sich nur den Stuhl an irgendwie. Komm mal mit. Komm, wir gehen hier wieder runter. Dann kannst du noch ein paar Texte lesen. Da irgendwie war hier nicht noch was zu lesen. Kinderspielzeug. Ah, was ist hier? Was ist das? Eine Kette. Ich habe eine Kette. Leicht und einfach zu verwenden. Ein Schlag könnte großen Schaden anrichten. Kannst du das mal ausrüsten oder so? Sie hat nämlich jetzt die Kette, ne? Ich glaube, das ist effektiver als die Peitsche. Oder? Nehme ich mal an. Ich glaube schon. Draußen ist es voller gefährlicher Dinge. Wenn jemand ohne Erlaubnis eines Erwachsenen nach draußen geht, ist der Meister traurig. Ich gehe nochmal hier zurück. Ich gehe hier gerade noch nicht hin. Ich gehe jetzt mal... Ich dachte eigentlich, hier wäre noch was Rotes zum Lesen. Ja, hier sind doch ganz viele Sachen. Lies die mal vor, Eileen. Here goes. March 17th. I went to Ashfield again. It was my fourth time. Just like last time, my mother... Something... The city is scary and the apartment where my mother is has... I can't read any more than that. Mm-hmm. Okay, and was ist hier? Steht er im Weg? Here goes. October 18th. I have to stay in the round cell even if I read well tomorrow. If I do it, God will be happy, so I will do it. He comes into the round cell a lot to visit, but it's okay, I guess. Oh, das sind bestimmt die Kinder, die hier teilweise reden. Man hört jetzt immer ihre Kette irgendwie, das ist auch gruselig. Ja, ich werde jetzt mal durch das Loch gehen und speichern. Ach, die armen Kinder, ey. So, Eileen, du musst jetzt mal kurz wieder ausharren. Vielleicht gibt es ja was Neues mittlerweile hier. Im Apartment. Huhu. Jawohl, ein roter Zettel. Als hätte ich es gewusst. Ja, dann schnappen wir uns den mal. Ich habe die Theorie, dass Walter nie im Gefängnis starb. Vielleicht war es jemand anders, der sich umbrachte. Entweder das oder derjenige, den die Polizei verhaftete, war nicht der wahre Walter Sullivan. Ich kann nicht untersuchen, was wirklich im Gefängnis geschah, aber jedenfalls, Walter starb nicht im Gefängnis. Der Mann im Mantel, der hier aufgetaucht ist, das war der wahre Walter. Vor 7 Jahren hat er hier etwas getan. Ganz sicher hat es etwas mit den bizarren Dingen zu tun, die hier geschehen sind. Es fehlt nicht viel, dann weiß ich Bescheid. Vielleicht finde ich sogar heraus, dass der wahre Walter ganz in der Nähe ist. 18. Juli. Ja, klar. Das ist auch echt so. Das ist Walter. Wie auch immer. Und wer auch immer. Aber der Typ, der uns jetzt so leicht verfolgt, ist Walter anscheinend. Und das ist gar nicht gut. Finde ich. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4. Bis dann.